Heute machen wir Pizzaschnecken mit einem Vollkornweizen-Pizzateig. Dazu brauchen wir 150 Gramm Weizenmehl, Vollkornmehl. Das haben wir hier vorbereitet. Eine gute Prise Salz. Circa einen Teelöffel Olivenöl. Einen halben Würfel Hefe. Und so circa 80 Milliliter Wasser. So. Daraus machen wir jetzt einen schönen glatten Pizzateig und lassen diesen wenigstens eine halbe Minute ruhen. So, unser Pizza-Weizen-Vollkornteig ist fertig. Den lassen wir jetzt für wenigstens eine halbe Stunde ruhen. Jetzt machen wir uns an die Soße. Dazu haben wir eine kleine Zwiebel in Würfel geschnitten und angedünstet. Eine kleine scharfe rote Peperoni, klein gehackt. Etwa ein Esslöffel Basilikum, klein gehackt. Und eine eingelegte Knoblauchzehe. So. Jetzt nehmen wir von der eingelegten Knoblauchzehe, vom Öl, noch circa einen Esslöffel. Geben wir es hier dazu. So. Dann noch etwa einen Teelöffel rote Thai-Curry-Paste. So. Etwas Pfeffer. Und circa zwei Esslöffel Tomatenmark. Als erstes das Tomatenmark in der Pfanne etwas erhitzen. Danach das Thai-Curry zusammen mit dem Knoblauch dazugeben. Dann die Peperoni und Zwiebel zusammen und das Basilikum. Und dazu noch etwas Olivenöl. So, unser Pizzateig ist jetzt eine halbe Stunde gegangen. Die Soße haben wir auch fertig. Jetzt verteilen wir diese großflächig auf dem ausgerollten Pizzateig. Den haben wir so etwa auf 1 cm Stärke ausgerollt. Einfach schön großflächig drauf. Schön glatt verteilen. Schön mit rausstreichen. Und dann wie eine Roulade zusammenrollen. So. So, jetzt haben wir hier so einen Strudel. Den schneiden wir jetzt in gleichmäßig starke Stücke, etwa so 3 bis 4 cm. Und legen diese auf ein Backblech. Wir haben unsere Pizzaschnecken jetzt aufs Blech gesetzt und etwas platt gedrückt von innen nach außen. Und jetzt belegen wir die nach Wunsch. Also ich mache es jetzt mal mit ein bisschen Salami. So, ein bisschen gekochten Schinken. Man kann auch Pilze, Spargel, Zwiebel. Aber Zwiebel haben wir ja schon in der Soße drin. Wie man es will, ne? So. Den Ofen haben wir schon mal auf 200 Grad vorgeheizt, Unter- und Oberhitze. Und backen die dann so etwa 20 Minuten aus.
ruhig noch ein bisschen liegen lassen, dass der Teig noch Zeit hat, ein bisschen zu treiben. Das ist ganz wichtig, gerade bei dem Vollkornteig, der braucht ein bisschen länger, bis er hochkommt. Wir schauen uns das dann später an, wenn es fertig ist. Unsere Pizzastangen sind fertig. Guten Appetit.